Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ich habe eine Idee. Mir ist gerade eingefallen, dass wir eh noch was zu tun haben. Ich wollte nicht hier ein Affenhaus hinbauen. Hier dann die Affengehege mit Eingängen und allem. Und dann kann man hier durchgehen, hier hinten rum. Rein theoretisch müssten wir doch mein Fertiggebäude benutzen können, oder? Ne, da fehlen noch Sachen. Aber rein theoretisch dieselbe Baureihe fast. Bloß, dass es sozusagen hier ein riesiges Gebäude wird, was hingebaut wird. Und. In der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen mit den Schienen auseinandergesetzt, wo wir halt auch noch die dementsprechende Größe brauchen. Weil sonst könnte man auch sagen, man tut hier die Bahn hinsetzen und lässt sie wirklich einmal hier so rumfahren. Wäre vielleicht, Leute, schlauste sogar. Wahrscheinlich, was ist denn das für ein rotes Ding? Ach, das ist ein Baum. So, einer liegt jetzt hier drin. Bedeutet, rein theoretisch müssten doch da hinten jetzt voll die Leute blöd gucken. Oh, guck mal, Kamel. Boah, beide Kamele, guck, geil. Der quasselt da was über die Tierchen. Die sind aber mehr als zufrieden aktuell. Taugt mir. Tierbewertungen, Bildungsbewertung ist auch gut. Gästezufriedenheit, daran müssten wir in Zukunft nochmal schrauben. Aber wir sollten uns jetzt vielleicht mal mit dem Gepardengehege auseinandersetzen. Und mit dem Punkt, dass wir vielleicht hier hinten Einrichtung Wasserpumpe. Ich versuche das jetzt auf eine gewisse Weise zu machen. So. Warte mal, jetzt machen wir Wege. Mitarbeiterwege. Ein dünn natürlich. Der ist ein bisschen lang geworden. Nein, Da darf bloß keinen anderen Weg auszusehen löschen. Das reicht ja schon, wenn wir so weit hochgehen. Ach Gott, warum muss der denn immer... Das ist uninnovativ. Nochmal ein bisschen kürzen das Ganze. Ist vielleicht der größte Schwan. Eigentlich, warte mal. Klar, man braucht irgendwie einen Wegzugang. Aber ihn dann so zu bauen, wie ich ihn jetzt gebaut habe, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Was macht ihr denn da? So, das ist jetzt verkürzt und ist daran, oh, jetzt müssen wir aufpassen, weil der muss verkauft werden wahrscheinlich. Schauen wir schnell bei den Tieren. Den ganz alten,
Kann ich gerne freilassen, ja. Und den älteren. Den hier auch freilassen. So, dann haben wir nicht noch denselben Rhythmus. So. Zu viel Müll von. Ja, da muss ich mich halt bald mal drum kümmern. Aber jetzt gerade versuche ich Wasser zu bauen. Gelände. Und machen Wasser. Da haben wir jetzt nicht viel, voll viel Wasser. Damit sieht man absolut nichts. Dick, zack. Ein Nyala ist verstorben. Was? Nein. Das war brutal. Es tut ja weh. Mit Altersschwäche. Aber schön, dass die bei uns nicht durch Krankheiten sterben, sondern durch Altersschwäche. Schon wieder? Ah ne, das ist die. Das ist die. Jetzt war ich kurz geschockt. So was? So schnell geht es doch nie im Leben. Oh, Souvenirläden. Und die neue Weltdesigns sind alle durch. Dann würde ich jetzt noch für die Gehege ein bisschen was erforschen. Ich glaube, Unterschlüpfe haben wir durch. Genau. So. Veterinärforschung wurde auch abgeschlossen. Welche denn? Oh, Gabelbock durch. Wenn wir einen Gabelbock durch haben, dann gehst du jetzt auf unsere neuen Komodovrane. Gäste-Tickets sehr günstig sind. Was? Echt? Ihr denkt, dass die Tickets sehr günstig sind? Ja, das können wir gerne ändern. Ein Erwachsener kostet ab sofort 36 Euro und ein Kind alleine 22 Euro. Höchste Attraktivität. Wir haben noch nicht mal den Geparden platziert, aber okay. Den baue ich doch erst gerade. So, dann tun wir hier noch eine Einrichtung rein. Gehege, da können wir schon mal filtern nach dem Geparden. Gepard. Aber für den gibt es nicht so tolle Unterschiede. Schlüpfe, wie sie ausschaut. Das ist ja assi. Setzen wir jetzt einfach hier so hin. Na, hat der Tiger das Gefühl, dass er einen schönen Unterschlupf hat, aber trotzdem von hinten beobachtet werden kann. So, dann tun wir hier nochmal Bearbeitung aktivieren. Damit wir den vielleicht noch ein paar Wände reinsetzen können. Und wir müssen jetzt mal schauen. Nein, hä? Du hast den Button hier jetzt gedrückt. Relativ frische und neue Wände jetzt verbaut. What the fuck? Wow, das wird interessant. Oha, ja, da kann ich mir so einiges vorstellen. Aber da wird viel Arbeit reinfließen, wenn ich das mache. So, haben wir das nicht voll festgelegt? Dann würde ich hier nicht bei der Natur mit den Steinen noch ein bisschen arbeiten.
Nee, nicht so. So. Was haben wir denn das für einen passenden... Da gerade voll die geile Idee. Warte mal. Ich mag das probieren. Wo man jetzt den Modus hier, wie scheint. Der muss nicht ein bisschen gedreht werden. Wieder angepasst werden und wieder ein bisschen nach oben. Zack. Die Löwen können auch noch da vorne raus. Boah, geil. Das schaut schon mal noch etwas aus. So, dann holen wir doch mal aus dem Tierhandel. Anzusenden Gepard. Der ist gerettet und ich kann ihn verkaufen. Die haben voll das XL-Gehege bekommen dafür, dass sie voll unnütz eigentlich sind. Die müssen eigentlich in meinem Tropenhaus irgendwie unterkommen. Aber die können wir später rein theoretisch umziehen lassen. Dann stellen wir ein Schild hin. Wir sind umgezogen. Hello, Friends. Wir sind umgezogen. Wir sind jetzt an einer neuen Stelle. Ungefähr so. So, wir müssen aber noch hier eine Infotafel wenigstens währenddessen anbringen. Während die schon hier sind. Sollen die wenigstens... Informationen über das aktuelle, da brauchen wir keins. Da kommt eh gerade unser Gepard auch daher. Ist unser Gepard. Unser Gepard braucht jetzt eine neue Umgebung. Er mag nämlich kein Gras lang. Er mag nur Gras kurz. Würde Gelände malen. Malen nach Zahlen. Kurzes Gras. So. Jetzt können wir rein theoretisch ja hier. So machen. Dann Umgebung brauchen wir Graslandschaft Afrika. Naturfiltern. Kontinent. Afrikanisch. Biom. Graslandschaft. Naja. Alles. So, ein paar Büschchen. Oh, jetzt ist schon zu viel Bepflanzung. Hopsi! Reicht es, wenn ich den weg tue, oder brauchst du mehr Pflanzen weg? Ich wollte es eigentlich nicht so übertreiben. Dann tue einen der Kleinen noch weg. Der sofort so überreagiert mit den Pflanzen. Eieiei. Ja, das ist jetzt genauso an der Grenze. Spielzeug braucht er jetzt noch.
Oder du deinen Freund. Bedeutet Gege. Gepard alles. Ich hätte gern, wenn das die Liste offen von ihm. So. Futterbeschäftigung. Feuerwehrschlauchball. So. Dann kommt hier ein lecker gefrorener Kürbis hin. Das hat's doch fürs Erste. Damit ist unser Gepard auch in seinem Gehege drin. Ah ne, warte mal, ein Futter. Futterstelle wäre vielleicht schlau. So. Dann kommen jetzt hier noch ein paar Infotabletts hin. Alter, wisst ihr, wie episch das ausschaut, wenn der da oben auf dem Stein steht und hier die Infoschilder sind? Ich bin gerade verwirrt, warte mal kurz. So. Kein Strom. Oh, kommt schon. Frechheit. Dem alle keinen Strom, kann das sein? Der hat Strom, aber er ist doch der Einzige. Toll. Toll, toll. Und wir bräuchten hinten rein theoretisch noch eine Windmaschine, die alles, da kann ich nicht mal alles abdecken. Rein theoretisch müsste ich dich auch nochmal versetzen. Nein, Wege. So, erreichbar. Mit unserem Gepard geht es jetzt auch gut. Der chillt jetzt hier. Denkt sich nichts Gutes, wenn der von außen beobachtet wird, wie er da rummacht. Aber okay, was krieg ich hier jetzt schon wieder? Nimm vier verschiedene... Oh, okay. Sind auch schon wieder bei 2600 von der zweiten Währung. Oh, da ist das Baby Kamel. Weiblich? Verdammt, männlich. Der wollte sich auch essen, guck mal. Alter, hier geht's auch. Da fängt an, das Spiel zu laggen mit 20 FPS. Alter Verwalter. Aber wir werden immer größer. Man sieht schon, wie wir hier langsam ausbauen, immer mehr. Und das ist doch gut so. Denn das war es auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.